Jetzt habe ich die Frage, ob wir schon den Tobias Borg online zugeschalten haben. Er studiert Mathematik an der Universität Bonn und ist Mitbegründer der Corona School und ist unser nächstes Beispiel, so er denn da ist. Jetzt muss ich da mal, ja, bekomme ich den Daumen nach oben. Sehr gut. Dann sage ich herzlich willkommen, Tobias Borg. Ja, ich bin, vielen Dank, dass ich erstmal hier sein darf. Ich freue mich sehr, heute hier sprechen zu dürfen und wir haben gerade schon einiges gehört. Und das Thema des heutigen Symposiums ist ja die zivile Gesellschaft der Zukunft. Und ich möchte heute mit euch über eine Zielgruppe reden oder eine Gruppe von Personen, die die Zukunft noch vor sich haben. Also dementsprechend Schülerinnen und Schüler. Ich möchte euch einen kurzen Rückblick, einen kurzen Ausflug in die vergangenen 6 Monate machen. Ziemlich genau vor 6 Monaten ist das Bild, das wir gesehen haben in vielen Schulen. Schulschließungen waren im ganzen Land, in Deutschland, in Österreich, auch in ganz vielen anderen Ländern. Distanz-Learning, Homeschooling war angesagt. Und das hat natürlich weitreichende Konsequenzen und weitreichende Folgen gehabt für die ganze Bildungslandschaft. Dazu gehört unter anderem, dass SchülerInnen natürlich zum ersten Mal wirklich eigenständig Unterrichtsinhalte erarbeiten mussten zu Hause, weil eine fehlende individuelle Unterstützung der Schule, keine richtige Betreuung, die Aufgaben kamen oft einfach nur montags morgen per Mail, ohne einen großen Zusatz, ohne große Hinweise. Und durch diese Situation werden zunehmend auch bildungsbenachteiligte Kinder, also insbesondere Nicht-Akademiker-Familien, Leute, wo es finanziell oder Personen, wenn es finanziell zu Hause nicht so gut aussieht, also generell, wo die familiäre Situation es nicht hergibt, dass die Eltern quasi den Schülern unter die Arme treiben. Und genau zu dem Zeitpunkt, das war in Deutschland, war es der 15. März, also jetzt fast 6 Monate her, haben wir uns überlegt, wie können wir diesen Kindern helfen, wie können wir diese Schülerinnen unterstützen und auch während der Homeschooling-Zeit zur besseren Bildung führen. Wir selbst, also ich und 4 weitere Personen, die das zusammen gestartet haben, haben langjährige Nachhilfeerfahrung und haben sehr viele, also auch ehrenamtlich in der Vergangenheit sehr viele Kinder unterstützt und haben uns überlegt, wie können wir das in einer Zeit machen, in der eigentlich kein Kontakt möglich sein sollte und kein Kontakt möglich ist. Daher haben wir versucht, und es auch letztendlich geschafft, das Ganze digital abzuwickeln. Also quasi per Videochat, so wie ich mit Ihnen jetzt kommuniziere hier, Schülerinnen mit Studierenden zusammenzubringen, um online und digital zu lernen. Es klingt ein bisschen abstrus, ich erkläre mal ein bisschen genauer, wie das läuft. Im Wesentlichen haben wir Folgendes getan. Wir haben eine Website entwickelt, auf der man sich registrieren kann. Also als Schüler oder als Schülerin gebe ich da zum Beispiel an, wo in Mathematik, in Deutsch, in Englisch, da habe ich besonderen Bedarf, da brauche ich Hilfe. Genau das Gleiche geben auch die Studierenden bei uns an, die sich ehrenamtlich engagieren und sich überlegen, oh, ich möchte gerne einen Beitrag leisten, ganz von zu Hause aus, digital, und geben auch an, in welchen Jahrgangsstufen sie helfen möchten, in welchen Fächern sie helfen möchten, ja, und so weiter. Dann anschließend laden wir die Studierenden zu so einem kurzen Screening-Gespräch ein, damit wir die kennenlernen können und auch ein bisschen ein Gefühl dafür haben, wer hilft denn eigentlich auf unserer Plattform. Nach diesem kurzen Gespräch verbinden wir dann die beiden Seiten. Das heißt im Wesentlichen, wir versuchen nach den Kriterien, zum Beispiel nach dem Bundesland, nach den Schulfächern, nach den Jahrgangsstufen, die beiden Seiten zusammenzuführen und dann ein bestmögliches Lernpaar oder ein bestmögliches Match herzustellen. Und dann damit versuchen wir letztendlich ein erstes Kennenlerngespräch zu vereinbaren, sodass dann quasi online direkt unterstützt werden kann. Das heißt, was machen die das konkret? Wenn die sich dann treffen, dann gibt es meistens diese 4 Punkte, die angesprochen werden. Das ist ganz individuell vom Schüler oder von der Schülerin abhängig, wonach die letztendlich suchen. Oftmals sind einfach Unterrichtsinhalte, die erklärt werden sollen, nachgeholt werden sollen, verstanden werden müssen. Es können aber genauso gut einfach Hausaufgaben sein, eine Hausaufgabenbetreuung, die vielleicht nötig ist. Viele auch bei uns in Deutschland standen kurz vor dem Abitur und wussten lange Zeit auch nicht, ob sie dieses Abitur schreiben können, schreiben dürfen. War auch wenig Motivation da, dafür zu lernen. Und gerade bei den Abschlussprüfungen in der Hauptschule, bei den Realschülern, aber auch bei den Abiturienten in Deutschland bei uns, haben da die Studierenden unterstützt. Und es gibt aber auch ganz andere SchülerInnen, die ganz andere Art von Unterstützung gesucht haben, nämlich eher so eine überfachliche, sowas, wenn es in Richtung Zukunft geht, wie wo kann ich eigentlich in Zukunft studieren, wie nehme ich aktiv im Unterricht teil, also Sachen, die quasi nicht unbedingt fachliche Relevanz haben, aber überfachliche Kriterien.
Ich möchte euch ein kurzes Video zeigen, damit klar wird, vielleicht noch ein bisschen genauer klar wird, worum geht es denn eigentlich, wovon reden wir? Ich hoffe, das klappt. Müsste jetzt zu sehen sein. Hoffe. Ohne Unterricht in der Schule muss sich Jada zu Hause ganz schön viel Stoff selbst erarbeiten. Das ist oft nicht einfach, zum Beispiel diesmal in Deutsch. Wir haben die Aufgabe bekommen, ein Lesejournal zu erstellen. Und ich habe am Anfang gar nicht verstanden, was ein Lesejournal ist. Und da konnte mir auch keiner so richtig helfen, weil die anderen das auch nicht wussten. In der Schule hätte Jada gleich mal nachfragen können, was mit Lesejournal genau gemeint ist. Zu Hause ist nicht immer jemand da, der helfen kann. Lukas ist Student. Er kann momentan nicht zur Uni, weil die wegen Corona geschlossen hat. Also hat er gerade viel Zeit und kann Schülern wie Jada helfen. So kam ihm die Idee zur Corona School. Wir haben uns gedacht, wie können wir jetzt in der Corona-Krise helfen? Und dann kam die Idee auf, dass wir Online-Lernunterstützung anbieten könnten. Die Corona School ist ein Videochat, der Schüler und Schülerinnen mit Studierenden verbindet. Bei der Anmeldung gibt man an, in welchen Fächern man Fragen hat. Und dann wird der passende Student ausgesucht, der dieses Fach gut kann. Auch Jada hat sich bei der Corona School angemeldet. Mit Studentin Lisa kann sie sich zum Chatten verabreden und über ihre Schulaufgaben sprechen. Ich zeige dir das einmal gerade, okay? Ich drehe meinen Bildschirm einmal um für dich. Lisa erklärt die Aufgabe mit dem Lesejournal nochmal ganz genau. Im Videochat kann Lisa sogar Jadas Hausaufgaben korrigieren. Jada findet besonders toll, dass sie es einem sozusagen von Gesicht zu Gesicht erklären kann und dass es halt auch mit Sicherheitsabstand sozusagen ist. Mittlerweile gibt es fast 8000 Schüler und über 6000 Studenten, die bei der Corona School mitmachen. Lukas ist zufrieden. Wir wollen auf jeden Fall alle weiter unterstützen und auch nach Corona das Projekt irgendwie weiter fortführen. Übrigens, alle Studenten helfen ehrenamtlich. Die Corona School ist kostenlos. Ja, ich hoffe, man hat den Ton hören können, ich bin mir nicht sicher. Aber genau, ich hoffe, ihr habt ein bisschen besseres Bild davon bekommen, wie das letztendlich aussieht. Es ist quasi also eine 1:1 Lernunterstützung, 1:1 Format von Studierende für SchülerInnen. Wir möchten ein bisschen darüber sprechen, was wir in letzter Zeit schon geschafft haben. Ich habe es gesagt, wir sind aus der Krise entstanden. Es war quasi der 15. März, an dem die Schulen geschlossen wurden. Und wir haben uns über Nacht zusammengesetzt und eine Lösung überlegt, wie wir da helfen können. Und über Nacht auch diese Website aufgesetzt. Mittlerweile sind über 20.000 Leute auf dieser Plattform registriert, darunter auch über 10.000 Studierende, die letztendlich ihre Hilfe anbieten. Und dadurch haben wir es geschafft, insgesamt 9.000 feste Lerntandems zu bilden, die sich wirklich regelmäßig getroffen haben während der Corona-Zeit und auch jetzt noch, wo die Schulen teilweise wieder offen sind, um Lernunterstützung zu leisten. Wir wurden dabei, das kann man alles nicht ganz alleine geschafft, wir wurden auf jeden Fall unterstützt, zum Beispiel vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, aber auch anderen Initiativen und Programmen oder auch in Medien. Die Medien war ein Beitrag, den wir gerade gesehen haben, war eben einer aus dem ZDF, den wir ausgestrahlt haben, um auch unsere Zielgruppe besser erreichen zu können, also sowohl die Schülerinnen als auch die Studierenden. Da haben uns die öffentlichen Medien sehr geholfen, um das so groß zu ziehen, wie es letztendlich geworden ist. Ich möchte gar nicht diesen langen Text hier vorlesen, aber wir erhalten wirklich täglich oder wöchentlich sehr viel Feedback von den SchülerInnen, von den Eltern, für die es auch eine wahnsinnige Entlastung war im Homeschooling, die sich vielleicht um ihre Arbeit kümmern mussten oder in systemrelevanten Berufen steckten und sich nicht zusätzlich noch um ihr Kind zu Hause kümmern konnten. Und ich möchte einmal kurz 20 Sekunden Zeit geben, dieses Zitat zu lesen.
Ja, dieses und weiteres Feedback, das wir kriegen, ist mitunter auch der Grund, warum hinter den Kulissen sehr viele an diesem Projekt arbeiten. Es sind ungefähr 40 bis 50 Studierende, die sich mittlerweile zusammengefunden haben, um dieses Projekt auch weiterhin und in Zukunft führen zu können. Und gerade dieses Feedback, das wir kriegen von den Leuten, ist quasi die tägliche Motivation eigentlich, die gesamte Zeit reinzustecken und das Projekt weiterzuführen in Zukunft. Ich habe es gerade angesprochen, die 1:1 Lernunterstützung, die individuelle Unterstützung war ein sehr wichtiger Part auf unserer Plattform, aber wir haben es auch versucht zu erweitern. Gerade in den Sommerferien, wo es vielleicht nicht mehr so ganz um die schulischen Inhalte ging, haben wir ein anderes Angebot zur Verfügung gestellt den Leuten, nämlich zusammen mit Privatpersonen, Studierenden, Vereinen, aber auch Unternehmen, haben wir ein Ferienprogramm zusammengestellt für SchülerInnen, die meistens in Online-AGs laufen, um wir auch wirklich während der Ferienzeit unterstützen und irgendwie viel fehlende Ferienlager oder den Urlaub zu kompensieren. Das heißt, was wir wesentlich gemacht haben, war zum Beispiel eine Astronomie-AG, die haben zusammen Blumengrenze gebastelt, zusammen Karate gelernt, einiges haben wir ausprobiert, einiges hat sehr gut geklappt, einiges hat nicht so gut geklappt digital, aber daraus können wir auch auf jeden Fall lernen. Und ein anderes Projekt, was wir dann auch zunehmend mehr in den Fokus gerückt haben, ist, dass wir versuchen, Win-Win-Situation herzustellen. Das heißt im Wesentlichen, dass nicht nur die SchülerInnen davon profitieren, sondern auch die Studierenden. Das kann also zum Beispiel heißen, dass Lehramtsstudierende sich ihr Engagement, was sie bringen, im Studium anrechnen können. Oder eine Bescheinigung über ihr ehrenamtliches Engagement erhalten. Und genau da setzen wir quasi an und möchten auch quasi Lehramtsstudierenden die Möglichkeit geben, mit digitalen Medien in Kontakt zu kommen und wirklich zu lernen, wie man digital gut unterrichten kann. Und da entwickeln wir zusammen mit Universitäten und Hochschulen auch Schulungen, damit die in Zukunft auch ihr Praktikum bei uns absolvieren können. Weil auch die hatten ja Probleme, ihr Praktika zu absolvieren, weil sie nicht in die Schule kommen. Zum Abschluss, und ich weiß, es ist mittlerweile 16 Uhr und ich hoffe, ihr seid alle noch wach und fit. Eine motivierende Zahl, eine sehr schöne Zahl. Nämlich haben wir einen Umfragebogen rausgeschickt an alle unsere Studierenden und haben uns gefragt, wie viele dieser Studierenden, die wir jetzt gefunden haben, möchten noch in Zukunft weiterhelfen? Also über die Corona-Krise hinaus, wenn die Schulen, die jetzt wieder offen sind, wie vielen können wir rechnen? War das eine Solidaritätswelle, die sich jetzt während der Corona-Zeit gezeigt hat? Oder ist es was, was vielleicht auch langfristig denkbar und tragbar ist? Und das Feedback, das wir da bekommen haben, zu die Zahl, die angegeben haben, dass sie weiter unterstützen möchten, hat uns total überrascht und auch total überrumpelt. Das sind nämlich 91%. Und das ist eine wahnsinnig tolle Zahl. Und mit dieser tollen Zahl möchte ich euch quasi fast schon in den verdienten Feierabend schicken und hoffen, dass wir diese Welle, die wir jetzt erlebt haben, an ehrenamtlichen Engagement und die vielen tollen Projekte, die heute auch schon vorgestellt worden sind, dass wir die weiterführen können und weiterhin den Schwung aus der Krise mitnehmen können für eine bessere, zukünftige Zivilgesellschaft. Großartig, Tobias Borg. Vielen Dank. Dankeschön. Ich ziehe auch meinen Hut, was in so kurzer Zeit auch alles gelingen kann. Das ist sehr beeindruckend, wie professionell und eben mit so wenig Zeit, die geblieben ist, was jetzt schon alles herausgekommen ist. Und gibt es jetzt, ich weiß nicht, kann man Fragen stellen? Ist jetzt doch mal die Frage, hören Sie mich oder uns hier? Okay, ja, Annick, ja. Das ist gut. Gibt es noch eine Frage hier vom Publikum, die ich weitergeben darf an den Tobias Borg? Sie sind alle beeindruckt und geblättet, die hier sitzen. Genau, es gibt ein Nicken. Eine Frage an die Nicole Sonnleitner vielleicht, weil es schließt sich ein bisschen der Kreis auch natürlich zu den Studierenden, zu dem, was angerechnet werden kann und so. Das ist natürlich schon was, was sehr verlockend ist oder auch fürs ULF. Ja, natürlich. Also Tobias, meine Frage, dürfen wir mit dir Kontakt aufnehmen? Also die Corona School ist ja schon über viele Kanäle ist diese Idee zu uns gekommen und wir sind wirklich extrem begeistert und wirklich Gratulation, was ihr da geschafft habt in so kurzer Zeit. Und wir würden uns sehr gerne, aber das würde hier den Rahmen sprengen, mit dir, mit euch austauschen, um möglicherweise eine derartige Idee, weil wir eben auch jetzt mit pädagogischen Hochschulen, mit Universitäten zusammenarbeiten, so ein tolles Projekt nach Österreich zu bringen. Und ich hoffe, dass wir da mit dir in Kontakt treten dürfen. Ja, sehr gerne. Ich würde mich freuen. Großartig. Dann liebe Grüße hier von Linz nach Bonn. Dankeschön. Dankeschön.
Es gibt jetzt einige, jetzt muss ich ein paar ausgrenzen, nämlich alle, die online mit dabei sind, die können nämlich jetzt leider nicht bei der Führung im AEC teilnehmen, aber die können jederzeit natürlich irgendwann nochmal hierher kommen und eine Führung noch mitmachen. Die, die sich angemeldet haben, die werden jetzt in Gruppen hier eingeteilt und die können etwas Besonderes hier noch leben und eine Runde drehen im AEC. Danke allen, die hier waren, fürs Durchhalten. Danke für Ihre Beiträge. Sie finden alles auf der Homepage auch noch vom Ulf. Ich darf Ihnen auch noch einmal die Filme, die Sie dort finden, ans Herz legen, dass Sie sich diese anschauen. Danke an die Daniela Waser. Vielleicht, bevor Sie nach Hause gehen, schauen Sie auch noch die grafische Darstellung des heutigen Symposiums hier an. Es ist wirklich sehr viel Input gewesen und sie hat das wie immer ganz großartig umgesetzt. Danke an das Team vom ULF natürlich für die Organisation hier, auch für das rigorose und straffe Programm, den Mut dazu, das so durchzuziehen, weil jetzt haben wir wirklich sehr viel kennenlernen dürfen und auch sehr viel Inspiration bekommen. Und danke an das Technikteam hier natürlich für die Übertragungen auch vom AEC und an die Juliane für die Regie und alle, die hier waren. Und das war, glaube ich, ein tolles Symposium und mögen wir uns spätestens nächstes Jahr wiedersehen. Danke.